So, willkommen wieder zu einer neuen Folge OpenTTD. Mein Name ist Werden Gaming und wir waren stehen geblieben, dass wir mal überlegen, weil ich habe mich schon überlegt, ob wir eine Linie bauen, die außenrum geht. Einmal für die Personalzüge und einmal für Güterverkehr, dass wir das mit den Schiffen wegkriegen. Weil das mit den Schiffen, das ist ja so langsam. Und wenn ich Stelle machen müsste, müsste ich von den Sorten, von denen hier, Minimum 3, nee, nicht mal 3, 10 Stück, 10 Stück machen, um einen zu ersetzen, um Stelle zu fahren. Ich weiß nicht, ob noch was danach kommt oder nicht nachkommt, wegen den Zügen. Aber wir gucken mal, ja, ich wollte mal diese Stadt, die so noch nicht angeschlossen ist und noch nicht so, wollte ich mal gucken, was sich hier so ergeben kann, was ich hier bauen kann. Deswegen gucke ich gerade. Modulare Bahnsteige sehe ich auch nicht schlecht. Bahnhofsgebäude haben wir jetzt eins. Ein riesengroßes Bahnhofsgebäude. Einseitige japanische Bahnsteige. So. Ich brauche die zweigleisig mal 7. Ja. Das sind End. Dinge. Und ich mache hier einfach nur mal so ein kleines. Und dann machen wir hier mal so ein Zweier. So rum. Machen wir hier eine Leuchte hin, da eine Leuchte hin. Den Abfahrschild. Gepäck. Gepäckschubser. Und vielleicht irgendwo noch ein Dach drüber oder sowas. Das ist eine Unterführung, Metalldach mit Unterführung. Hoppa. Das wollte ich nicht. Ah, das sind schon die Karten. So. Da ist weg. So in etwa, würde ich sagen. Und dann geht er hier raus, geht hier raus, da raus und da raus. Das eine Hin- und Zurückstrecke. Mehr gibt es da nicht. Und dann habe ich hier wieder eine Schmalspurstrecke. Für die Industriestrecke. Genau. Habe ich mir das vorgestellt. So. So. So sieht es jetzt aus. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir hier rüberkommen. Dass wir vielleicht mit Inseln und was weiß ich was bauen und was alles. Aber das hätte ja auch kein Geld gekostet, richtig, wie es aussieht. So. Jetzt kann man noch Bahnhofgebäude bauen. Was ist das hier? Bisschen ländliche, städtliche Bahnhöfe. Bisschen Modulare. Hoher Eingang. Hoher Gebäudeblock. Ah ja. Ah. Das ist dann wieder ein anderer. Okay.
so würde ich das sagen. Dass ich da rüberbauen oder so, brauche ich vielleicht noch eine Straße oder so. Aber hier sollte es frei bleiben. So habe ich mir so gedacht. Dann sieht man, wie sie gerade sind. Fleisch mit hier. Ah, ich könnte ja Fleisch. Mach das auch noch. Dass ich vielleicht hier. Hier vielleicht noch ein. So ein Gleis. Zwischengleis haben für die. Ich muss gucken, wie ich das hier mache. Also müsste ich den noch eine rüberbringen von hier noch so ein Ding. Ah, das kriegen wir auch hin. Machen wir das so, habe ich nur noch einen schmale Spurbahn. Und mit dem mal weg. Mal komplett weg. Den neu hinmachen. Dann kann ich hier noch mal natürlich die Kanzel noch mal. Hier noch mal. So. Was? Oh, jetzt krieg ich den Bahnhof immer nicht hin. Den. Oh, so war das andere Ding, ne? Muss ja noch einmal rübergehen. Müsste ich ja noch einmal rübergehen. Was soll das Fleisch? Schmalspur. So, nicht mal so. So, wird es was. Kann ich vielleicht hier ein und da nicht mehr. Oh, krieg ich aber drüben keinen mehr rein. Ist schlecht. Und ich muss hier sowas wie im Bahnhof, muss ich so einen Knick reinmachen. Dass ich sage. Kann ich nicht. Okay, das geht nicht.
Lichthof. Sonja. Ich jetzt hier wieder sein mache. Schaut das denn hin? Oh Gott. Ist jetzt schon weggegangen. Muss ich mich so nicht verlassen. Da muss ich mir dann was einfallen lassen. Vielleicht am Bahnhof. Bei den Hauptbahnhof will ich noch so eine Nebenstrecke einbauen für. Was ich da ausgehen will. Und da haben wir die Schmalspurbahn, die dann hier langführt. So in etwa soll das aussehen. So, aber wir kümmern uns jetzt wieder. Wir müssen noch ein bisschen Geld sparen. Solange machen wir das hier weiter. Gucken wir, dass ich das vielleicht einmal aus dem Rum und den ganzen Kanal hier vielleicht zukriege mit den beiden da. Können wir mal gucken, was das mir kostet hier drüben. Ich brauche ungefähr, was brauche ich? Genau, ein Schlagstein. Also mache ich das. So, und das? Das sind 7, 8. Ach, also, warte, gucken wir mal gleich. Das passt.
So, Schmalspurbahn. Perfekt, so passt es. Und das filmen wir jetzt komplett. So. Ups. War da was? Noch mal ein bisschen so, das ist Geld. So wieder. Nein. Ach. So. Dann holen wir uns unsere Karte mal ein bisschen neu. Und dann machen wir. Ach, das wird spaßig. Dann bauen wir uns eine Linie komplett außen rum und dann bauen wir alles um. Machen, sagen wir, die Position, eine Hauptbahnhof irgendwo hin, wo alles hingebracht wird. Wo der das dann woanders hinbringt. Genau, und so machen wir auch die ganzen großen Städte. Der mag mich bestimmt nicht mehr. Ah, mit dem Wiese geht er noch. Habe ich? Also ich habe ja hier zwei Produktionen, die anfährt. Okay. So habe ich mir gedacht. Vielleicht noch so einen kleinen Güterbahnhof hier hin. Einen kleinen Güterbahnhof. Ein Güterbahnhof für Lebensmittel und sowas. Das war zu dicht. Einseitiges Double. Ich muss halt gucken, was ich da mache. Habe ich da so. Zum Güterbahnhof hier hinmache. Da komme ich ja nicht rum. Verdammt. Da komme ich ja nicht rum.
Komisch. Ich muss den da wegnehmen, das ist. Der muss da weg und der muss da hoch. So. Dass ich dann die Schmalspur fahren. Daraus hier rüber bringen kann. Das ist besser. Achso. Jetzt doof. So. Ich kann nicht weiter rausgehen. Komm nicht hier rum. Ich muss. Nee, der bleibt. Es geht nur um den Fall. Dass der geradeaus weiterfahren könnte, wenn er müsste. Wie ein Pferd könnt ihr auch da rausfahren. Wie ein Pferd könnt ihr da wieder rausfahren. Wenn ihr reinfährt, dann müsst ihr weiterfahren, kann ich wieder rausfahren. Aber wenn ihr zurückfahren müsst, dann müsst ihr hier rumfahren. Hier. Fährt ihr hier rein? Müsste wieder zurückfahren. Kann sich nicht fahren, müsste er aber wieder hier rein. Ja, hier wieder zurückfahren. Ist das richtig, als wäre. Das wird ich ja wieder machen. Das war's, was der Bauer.
So. Dann kann ich hier auch Nahrungsmittel liefern. Hierher. Passagierzug und hier kann ich ein Haus liefern. So, aber wir wollten, ist ja schon mal losgefahren, die beiden. Ich habe was angeschaltet. Nein. Da muss ich hin. Besser gesagt, genau. 42%. Schiebe. 42%. Hätte schon mal geliefert. Hätte was verdient. Nö. Also muss ich gucken, dass ich irgendwie Geld verdiene. Ah, der kriegt Säure. Wie viel Säure haben wir hier drin? 504 Säure habe ich noch hier. Also produziert der Rohre. Rohre hier runter. Und hier oben hin. Festrohre. Festkohlen. Querfeldrohre. Für die jemand Rohre. Fahrzeugteile, ja, dann haben wir die eingeschlossen. Hört hier jemand. Ah, hier waren Rohre, genau. Der lädt gerade Rohre. Das ist gut. Am Stall könnte ich ein bisschen mehr produzieren. Das ist der Brandkalk gerade. Wo ist der Brandkalk? Wo ist mein Brandkalk? 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 Wo fährst Brandkalk? Wo hab ich gerade mit dem Brandkalk? Brandkalk war. Was ist Brandkalk hier? Nee, Brandkalk geht hier um. Ja, gut, produziert da. Oh. Brandkalk, wer fährt das alles? Ein Zug, ein Kalkstein, ein Ton an Brandkalk. Wo bist du gerade? Wie verfährst du gerade? Kapazität von Marktübersicht 350. Lohnt sich das nochmal? Lohnt mich das nochmal? Ja. Ich habe fast 350 wieder voll. Ich hab's nicht gelungen. Ja. Treibstoff ist gerade nicht so. Kann ich noch mehr Öl herliefern? 1,75.
105. 105, was haben wir denn noch jetzt hier? Früchte und Fasern. Wenn ich den vergrößer würde. Den habe ich richtig. Wenn ich den jetzt vergrößern würde. Auch hier gleich. Dann würde ich Früchte auch kriegen. Dann habe ich da. So nicht. So nicht. Aber ich würde hier nochmal einen Zug fahren lassen von Treibstoffe. Da raus, da raus, da raus. Alles da rüber. Da raus. Ist das angeschlossen? Was soll jetzt hier gefahren ist? Das hatte ich ja schon mal gehabt, das Problem. Ein bisschen mehr hier. Jetzt kriege ich auch so ein bisschen Milch. Weil das ist ja unmöglich. Die produzieren mir ja doch und dämlich hier. Und ich habe immer noch. Jetzt wird es langsam knapp. Wo können die Chemikalien hin? Bring ich auch Chemikalien hier weg? Ihr bringt Chemikalien weg. Hier bringt hier Chemikalien hin. Rein theoretisch könnte ich hier. Okay. Wenn ich Ersatzteile noch herbringen würde, wie sieht es mit der Ersatzteile? Oh Gott, was ist denn hier passiert? Wow, komm jetzt langsam wieder hierher. Hier müsste ich aber nochmal. Wie? Dann wegmachen. So, so, so.
Muss die Kisten mehr herauffahren. Wird hier alles wieder geliefert. Nicht Säure, sondern Ersatzteile. Kisten, 45 Kisten, 45, 40 Kisten, 20 Kisten. Was ist das eigentlich? Was ist das? Das ist ein Road-Tief-Lastkraftwagen für Bedarfsgüter. Level 3 für den wir haben aber auch schon wieder 41 Minuten. Ja, wir haben nicht viel geschafft. Ich habe ein bisschen mehr Züge, habe Bahnhof ausgebaut, habe den auch mal ausgebaut, dass wir mehr Chemikalien haben uns das neue Projekt schon mal angeschlossen, was ich machen will. Ich will gerne eine Rumstrecke. Da haben wir schon gut viel ausgebaut. Das wird dann mit einem. Das kommt dann immer im Hauptzentral. Okay. Ein Hauptzentral Bahnhof für Güter und für jeden. Kommt nochmal so ein Shinsekansen. Ich weiß nicht, wie ich den Shinsekansen da hinkriegen soll. Ich denke mal, dass ich hier den Shinsekansen hier halten lasse. Und vielleicht schnell einen Zug hier hochfahren lasse. Oder Straßenbahn hier reinzufahren lasse. Was hier größer wird und irgendwann auch hier angeschlossen wird. Hier kommt auch der Güterbahnhof hier irgendwie rüber. Mal gucken, ob ich hier einen Güterbahnhof mache, einen großen, dass ich hier reinfahren kann. Dies wird dann alles umgebaut. Die ganzen Industrie werden ein bisschen separater gebaut. Guckt, wie wir das am besten ummodeln können. So wie wir das brauchen. Wir bauen jetzt noch so. Ich habe das schon mal vorgebaut, also ich muss schon mal so, wie ich das gerne bauen, schon mal vorbauen. Dann hoffen wir, dass wir irgendwann bald alles angeschlossen haben, dass alles laufen tut. Wenn alles laufen tut, wird dann langsam in die Nahrungsproduktion, Spirituosen, dass wir die Städte anschließen können, dass sie wachsen können. Und da gucken wir, dass wir das vielleicht ein bisschen umbauen alles. Ich danke fürs Zuschauen. Lasst ein Abo da, kommentiert, liked,
Macht, was ihr wollt. Aber lasst was da. Habe ich gefreut, euch zu unterhalten. Schaut wieder rein, wenn Zwerggaming OpenTD spielt. Danke fürs Zuschauen.